Bekanntes Problem beim Renovieren. Der Türsturz sitzt zu tief. Für eine neue Tür muss dieser um gut eine Ziegelschar nach oben versetzt werden. In diesem Video zeigen wir euch, wie das gelingt. Wir beginnen damit, die neue Höhe von 2,05 Meter auf die Wand zu übertragen. Ist das geschehen, schlagen wir den Putz entlang der Markierung vorsichtig ab. Wir legen den alten Überleger zur Gänze frei und entfernen auch den darüberliegenden Putz. Dasselbe machen wir auf der gegenüberliegenden Seite. Das Abschlagen des Putzes gelingt dabei mit dem Maurerhammer noch besser als mit Hammer und Meißel. Jetzt entfernen wir alle direkt über dem Türsturz liegenden Ziegel. Der erste ist hier noch etwas widerwillig, dann aber gelingt es besser. Mit Meißel und Mauerhammer schlagen wir die Mörtelfuge, soweit es geht, aus. Dann ist es ein leichtes, auch den Ziegel zu entfernen. Hierbei ist Gefühl gefragt, denn die darüberliegenden Ziegel sollen sich nach Möglichkeit nicht lösen. Sind alle Ziegel entfernt, lockern wir auch die Mörtelfugen des alten Überlegers. Dann überprüfen wir mit sanften Schlägen auf die Unterseite, ob wir den Überleger bereits entfernen können. Jetzt nur noch runterheben und weg ist er. Die ersten Schritte wären getan. Jetzt muss der neue Überleger aber auch noch eingebaut werden. Dazu mischen wir zunächst eine kleine Menge Mauermörtel an. Dann nässen wir die Mauer. An der Stelle des alten Überlegers setzen wir die zuvor entfernten Ziegel zum Teil wieder ein und sorgen so für die Auflageflächen des neuen Türsturzes. Diese sollten 12 bis 25 cm breit sein. Anschließend richten wir das Mörtelbett ein und achten darauf, die benötigte Höhe von 2,05 Meter zu erreichen. Nun ist es Zeit, den neuen Türsturz einzusetzen. Wir überprüfen ihn in der Höhe und auch in der Waagerechten. Das passt soweit. Um die seitliche Stoßfuge gut zu verschließen, werfen wir Mörtel an die Flanken des Türsturzes. Zugegeben, das erfordert etwas Übung, aber mit der Zeit wird das schon. Zu guter Letzt verschließen wir die obere Lagerfuge mit Hilfe eines Fugbretts. Mit der Mörtelkelle schieben wir den Mörtel von beiden Seiten in die Fuge und achten darauf, diese gut zu befüllen. Geschafft! Der neue Türsturz ist angesetzt und legt nun eine ganze Ziegelschar höher als zuvor. Abonnier uns doch!